Ja, herzlich willkommen zu Systemfehler, der ersten Folge unseres Nordstadt-Blogger-Podcasts. Wir haben heute einen Gast dabei, Dirk Borstel. Dirk, stell dich doch mal kurz vor. Hallo erstmal, ich bin Dirk, bin Politikwissenschaftler hier an der Fachhochschule Dortmund seit 2012, forsche und lehre vor allem zu Thema Demokratiegefährdung, Rechtsextremismus, aber auch soziale Fragen wie zum Beispiel Wohnungslosigkeit. Und ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir haben uns jetzt so kurz vor der Europawahl natürlich etwas Besonderes überlegt. Wir wollen ein EU-Special machen und deswegen starten wir direkt auch mit dem Themenpunkt EU, Europäische Union. Warum sollte uns die EU-Wahl denn überhaupt interessieren? Weil die europäische Integration für ganz viele grundlegende Dinge, die für, also vor allem für deine Generation so selbstverständlich ist, einfach wahnsinnig wichtig ist. Wenn du die ganz dicken Vokabeln hören willst, dann geht es um Frieden, da geht es um Freiheit und da geht es um Wohlstand. Was Europa für einen bedeutet, weiß man vor allem, wenn man Europa verlässt. Das heißt, wenn man in die Länder geht, wo man eben zum Beispiel diese Art der Reisefreiheit, die wir haben, nicht haben, wo vor allem diese ökonomische Vernetzung, die ja auch eine ökologische nach sich zieht, eine soziale möglicherweise nach sich zieht, wo wir diese Vernetzung eben nicht haben. Und wenn du irgendwie mal in die Zukunft blickst, das heißt so die großen Fragen, die wir bewältigen müssen, also wie wollen wir leben, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Armut, wie gehen wir mit Migration, wie gehen wir mit Krieg und Frieden um, dann wird das nur in Europa gemeinsam gehen und nicht gegeneinander. Und vielleicht letztes Wort, wenn ich mal so meine Familie zurückschaue, das ist jetzt für dich weit weg, aber also mein Opa, zwei Geburtsjahre 1919, bis dahin war Europa immer eine Kriegsgeschichte. Also wir waren eigentlich der nahe Osten der Welt. Das heißt, wir haben uns gegenseitig bekämpft, wir haben uns gegenseitig die Köpfe eingehauen, wir haben uns um kleine Landzipfel, Elsass-Lothringen gestritten und auf einmal sitzen wir zusammen und versuchen, unsere Konflikte, die wir haben, gemeinsam zu klären. Und das ist so ein Riesenfortschritt, den man aber nur weiß, wenn man Europa mal verlässt oder ins Geschichtsbuch schaut. Trotzdem gibt es natürlich viele Baustellen und auch Probleme. Also ich will es nicht idealisieren, aber es ist einfach eine Ermöglichung für Frieden, für Freiheit, für Wohlstand. Und deswegen bin ich auch ein sehr überzeugter Europäer. Ja, das sind alles noch sehr, sehr große Themen. Wir sind ja ein lokal journalistisches Medium, die Nordstadt-Blogger. Und deswegen interessiert uns natürlich auch, welche Bedeutung hat denn diese Wahl auch für Dortmund ganz konkret? Naja, es geht darum, wie Europa sich zukünftig aufstellt zu ganz grundlegenden Themen wie Migration, wie Klima, ob es sowas wie ein Green New Deal weitergeben wird oder ob wir eher in Richtung Rüstung zum Beispiel investieren. Ganz viele Gelder, die in Dortmund zum Beispiel in die Kommunalpolitik auch fließen, das heißt in Verkehr, in soziale Projekte, sind ja häufig europäisch gegenfinanziert. Da steht nur nicht immer Europa drauf. Da ist aber ganz viel Europa drin, aber auch die Art und Weise, wie wir leben, dass wir problemlos mal in die Niederlande rüberfahren, dass wir da Urlaub machen, dass wir nach Frankreich können, dass wir reisen können, dass wir studieren können und unsere Studiengänge werden woanders anerkannt, dass das alles problemlos geht. Und vor allem problemlos, ohne Visum, ohne irgendwelchen Mist an der Grenze. Das ist alles Europa. Und Europa ermöglicht einfach, ja, dass wir sozusagen eine sehr freie Form des Lebens wählen können. Wir müssen nur was daraus machen. Ja, vor einigen Monaten hat ein Korruptionsskandal die EU erschüttert. Die Ex-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili steht da quasi im Mittelpunkt. Ich zitiere mal kurz einige Zeilen aus dem Spiegel. Eine zentrale Rolle in den strafrechtlichen Ermittlungen spielt der frühere italienische Europaabgeordnete Antonio Panzeri, der nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament als Repräsentant einer Nichtregierungsorganisation tätig war. Er hat zugegeben, hohe Geldsummen an EU-Abgeordnete weitergereicht zu haben. Ermittler haben bei ihm bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 600.000 Euro in bar gefunden. Insgesamt wurden im Zuge des Katar-Gate rund 1,5 Millionen Euro an Bargeld beschlagnahmt. In der Affäre geht es um mutmaßliche Versuche des Golfemirats Katar sowie Marokkos, Vertreter des EU-Parlaments zu bestechen und so die Politik der Europäischen Union zu beeinflussen. Wenn wir uns das jetzt angucken, unter diesen Gesichtspunkten, inwiefern werden progressive Zukunftsvorhaben auf europäischer Ebene denn überhaupt noch möglich sein? Naja, zunächst erstmal ist es gut, dass es rausgekommen ist, dass es rechtsstaatliche Verfahren gibt, dass es eine normale Ermittlung gibt, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die darüber berichtet. Das heißt, man kann das natürlich bewerten als Korruption, was es ist. Man kann es aber auch als Fall bewerten, wo man sagen kann, hey, da hat auch ein Stück weit Rechtsstaatlichkeit funktioniert, weil es ist uns aufgefallen. Es gibt das normale Ermittlungsverfahren und es gibt dann auch Strafbefehle und ähnliche Dinge. Allein das ist ein Fortschritt. Der zweite Punkt ist, es ist doch hochinteressant, dass andere Länder so viel Geld in die Hand nehmen und dem Parlament diese Bedeutung geben, weil sie wissen, die Entscheidungen, die da gefällt werden,
trotz der eingeschränkten Möglichkeiten des Europaparlaments haben auch globalpolitische Wirkung. Also Katar, das hat ja einen Sinn. Also die verschenken das Geld ja nicht, sondern sie versprechen sich was davon. Bedeutet auch, dass die gemeinsame europäische Stimme bei globalen Themen zumindest noch durchaus auch Gewicht hat. Und alleine das ist großartig. Wenn du mal ein bisschen sozusagen in die Zukunft schaust, nehmen wir wieder meinen Opa, 1919, da lebten ca. 2 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind wir so Pi mal Daumen bei 9. Das heißt, in einem Menschenleben hat sich sozusagen weltweit die Bevölkerung vervierfacht. Wir werden so bei 9,5, 10 Milliarden ungefähr, werden es nicht Millionen, sondern Milliarden werden wir im Endeffekt landen. Wenn, das heißt, die ganze Welt explodiert, bevölkerungsmäßig nur Europa nicht. So, und das bedeutet, wenn du überhaupt zukunftsmäßig irgendwie global mitspielen willst, das heißt bei so Fragen wie Krieg und Frieden, bei Reichtum und Armut oder bei der Lösung von Klimawandel, bei gerechten Lösungen, auch von Migration, dann wird das nur gemeinsam gehen. Das wird nur als gemeinsame europäische Stimme geben. Ich kann mal so ein Beispiel aus der Lehre machen. Ich zeige meinen Studis immer eine Weltkarte aus der Sicht eines chinesischen Kindes. Mhm. So, denn ich habe in der Schule gelernt, Deutschland ist der Mittelpunkt der Welt im Atlas. Ja. So, aus der chinesischen Sicht ist natürlich China im Endeffekt also der Mittelpunkt der Welt. So, warum mache ich das? Weil China einfach das Land ist, was gerade auch zur Weltmacht geworden ist und vielleicht auch die einzige Weltmacht, zumindest wenn Trump gewählt werden sollte, vielleicht auch bleibt. Wenn du aus der Sicht eines chinesischen Kindes guckst, ist Europa ein ziemlich absurder Wurmfortsatz, hinten irgendwo an Asien dran und dann so bunt und ganz viele Länder. Das heißt, kein chinesisches Kind wird in irgendeiner Weise mit den verschiedenen europäischen Ländern können. Und es wird sie auch nicht kennen müssen, weil kein Land alleine wird zukünftig, also kein europäisches Land alleine, wird globalpolitisch so eine Bedeutung haben, dass es im globalen Wettbewerb noch irgendeine Stimme hat, auch Deutschland nicht. Das heißt, wenn wir die großen Fragen, Weltfragen mitbeantworten wollen, dann geht das nur gemeinsam. Und diese Frage, die steht gerade bei der Europawahl an. Also ob wir dieses gemeinsame Europa weiterbauen wollen oder ob wir sagen, nein, wir gehen zurück zu den Nationalstaaten, Deutschland zuerst, Italien zuerst und so weiter. Mhm. Du hast gerade das Thema Migration schon angesprochen. Bleiben wir mal kurz dabei. Wir hatten jetzt vor kurzem eine EU-Asylrechtsreform. Was bedeutet das denn für die Menschen, die auf der Flucht sind? Kannst du das mal kurz einordnen? Naja, die Frage ist, kriegen wir eine solidarische Verteilung hin? Wir hatten bisher eine Richtlinie oder ein Gesetz, sozusagen eine Gesetzeslinie, an die sich viele Länder in Europa nicht mehr gehalten haben. Das heißt, eigentlich galt das Dublin-Prinzip und damit das Aufnahmeland. Das heißt, wenn ein geflüchteter Mensch in zum Beispiel Italien zuerst ankam, dann war Italien eigentlich verantwortlich. So, wenn du jetzt guckst, wo sind die Fluchtrouten, dann ist natürlich das Mittelmeer entscheidend oder du kommst teilweise mit dem Flieger, aber in der Regel ist es doch das Mittelmeer. Das heißt, die Länder außer oder an den Grenzen Europas, die haben in der Regel die Hauptlast getragen, konnten das nicht mehr tragen, haben deswegen teilweise geflüchtete Menschen einfach auch noch innen gelassen. So, und da war immer die Frage, wollen wir jetzt einen Zustand haben der Rechtlosigkeit, also wo jeder irgendwie macht, was er will, oder kriegen wir das hin, was ja eigentlich sinnvoll wäre, dass wir sagen, hey, geflüchtete Menschen in Europa, starke Länder nehmen viele auf, ökonomisch schwache Länder nehmen weniger auf, wir verteilen es in irgendeiner Weise gerecht, war ja ein Riesenstreit. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich eher eine Politik der Abschreckung. Aus meiner Sicht eine Politik, die mit den Menschenrechten und damit mit den europäischen Werten, also von Freiheit, von der Würde des Menschen, also von Grundideen auch der Aufklärung zumindest in Konflikt steht, wenn nicht sogar diesen Werten entgegenspricht, weil wir zum Beispiel Menschen auf der Flucht zunächst dann im Endeffekt inhaftieren. Das wird auch Kinder betreffen, wird Babys betreffen. Dann gibt es eine Kurzprüfung, wo ich nicht sicher bin, ob das rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen wird. Und wir überlegen ja gerade, Geflüchtete auch in dritte Staaten zu bringen, außerhalb der Europäischen Union, wo dann die Menschenrechtsfrage sich noch mal mehr stellt. Und auch darüber, über solche Fragen, werden wir nach der Europawahl neu diskutieren müssen. Das ist halt die Frage, haben wir dann eine Mehrheit für Menschenrechte, für einen Kampf um die Würde des Menschen, bei allen Schwierigkeiten mit dem Thema Migration? Oder überlassen wir das zum Beispiel offen rassistischen und rechtsextremen Parteien? Und die haben ihre Lösung. Die sind immer inhuman, die sind immer gewaltorientiert, die sind nie irgendwie sozusagen auf Solidarprinzipien ausgelegt. Und das sind Fragen, die wir jetzt in der Europawahl auch klären müssen. Wofür stehen wir eigentlich ein? Wir leben ja in Zeiten eines großen Fachkräftemangels, auch in Zeiten eines großen demografischen Wandels. Da wird von allen Seiten aus der Politik, egal ob das jetzt Linkspartei oder Union ist, immer gesagt, ja, wir brauchen ja die Migration.
gut, dann wird natürlich immer auch gesagt, ja, am liebsten irgendwie außer aus der EU und nicht von weiter weg, aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Welche Auswirkungen, welchen Einfluss hat denn diese Asylrechtsreform jetzt genau konkret auf diesen Themenpunkt? Es sind eigentlich zwei getrennte Themen, weil es gibt ja eigentlich einen großen Konsens, dass wir Einwanderung brauchen, vor allem in so Bereiche, was ich, Informatik, Maschinenbau, wo Europa aufgrund des demografischen Wandels einfach auch nicht genügend eigenen Nachwuchs hat. Also selbst die größten Rassisten haben ja in der Regel zum Beispiel jetzt mit dem indischen Informatiker, der irgendwie still in seiner Bude hockt und da vor sich hin programmiert und irgendwelche Weltfirmen gründet, ja kein riesiges Problem. Also die ganz harten ja, aber nicht die, sagen wir, ein bisschen irgendwie gerade auslaufen können. So, das heißt, um die geht es ja gar nicht, sondern die Frage ist, was machen wir mit den Menschen, die wir hier erst qualifizieren müssten, zumindest für unsere Berufsbereiche. Und im Moment heißt es, wir versuchen, alles darauf zu setzen, abzuschrecken, dass die Menschen, die aus einer Notlage herauskommen, aus einer Kriegssituation zum Beispiel heraus oder aufgrund von Klimawandel, sozusagen deren Lebensregionen nicht mehr in der Form bewohnt werden können, dass wir die möglichst versuchen fernzuhalten, sagen aber gleichzeitig, wir laden alle anderen ein, solange die entsprechende Qualifikation wie Sprache und so mitbringen. Das ist noch nicht glaubwürdig. So, also entweder man ist ein weltoffenes Land und sagt, okay, wir versuchen diejenigen, die herkommen, wir wissen, wir werden nicht alle Menschen, es wollen auch nicht alle Menschen her, aber wir werden vielleicht auch nicht alle Menschen, die herkommen, tatsächlich aufnehmen können. Aber wir setzen darauf, sie hier auch zu qualifizieren, sie hier auch für den Beruf, für die Berufswelt fit zu machen. Oder wir sagen, wir nehmen tatsächlich nur die Hochqualifizierten. Das Problem ist nur, die meisten von denen wollen ja gar nicht mehr nach Deutschland. So, warum wollen die nicht nach Deutschland? Weil Deutschland eine blöde, schwere Sprache ist. Weil Deutschland ein Land ist, was den Ruf international hat, ein Problem namens Rassismus zu haben. Und das ist auch zu Recht. Das heißt, die gehen eher in klassische Einwanderungsländer, weil auch Amerika nimmt die gerne auf, Kanada nimmt die gerne auf. Das heißt, der Glaube, den wir haben, alle Welt wollte nach Deutschland, stimmt ja schon lange nicht mehr. Sondern im Gegenteil, wir bauen sogar Hürden auf für die Menschen, die wir unbedingt bräuchten, schrecken aber gleichzeitig andere ab, die wir qualifizieren könnten. Und im Endeffekt bleibt dabei über, es kommt viel zu wenig und das Problem Fachkräftemangel, ja, potenziert sich Jahr für Jahr. Einer deiner Themenschwerpunkte, deiner Forschungsschwerpunkte ist das Thema Rechtsextremismus. Da wollen wir natürlich heute hauptsächlich auch drüber sprechen. Wenn ich so durch die Straßen gerade gehe, und ich meine, wir haben die EU-Wahl, den Wahlkampf im vollen Gange, wir sehen überall Plakate, man sieht ganz, ganz viel von der SPD, klare Kante gegen rechts, von den Grünen, von den Linken natürlich. Welche konkreten Strategien erkennst du denn bei den Parteien gegen den Rechtsruck, der gerade durch Deutschland herrscht? Das ist eine echt fiese Frage, weil das setzt ja voraus, dass es Strategien geben würde. Ich würde die Frage mal ein bisschen anders beantworten. Ich würde mir was anderes wünschen. Du kannst dich immer an der Gegenseite abarbeiten. Das stärkt aber auch immer die Gegenseite, weil du ihr die ganze Zeit Aufmerksamkeit gibst. Das heißt, wenn du ständig über andere Parteien am rechten Rand redest, freuen die sich. So, weil die dann in die Medien sind Gesprächsthema, du baust Kulissen auf, die müssen selber gar nicht Öffentlichkeitsarbeit machen. Das heißt, dass zum Beispiel eine SPD oder eine Grüne oder eine linke Partei gegen Nazis ist, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Auch eine CDU/CSU, die sich ernst nimmt, ist automatisch gegen Rechtsextremismus. Was mich viel mehr interessieren würde, und das fehlt mir im Wahlkampf, ist, für welches Europa stehen die denn? Das heißt nicht, welches wollen sie nicht haben, sondern was ist denn der eigentliche Entwurf? Und ich würde mir das so wünschen, dass wir endlich eine Debatte führen, in welchem Europa wollen wir leben. Ich mache mal ein Beispiel. Die rechtsextreme Seite oder auch die rechtspopulistische, die hat eine klare Vorstellung von einem Europa. Europa, sagen sie, ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher völkisch definierter Länder und Nationalstaaten. Also im Endeffekt heißt das Deutschland den Deutschen, Frankreich den Franzosen, Italien den Italiener. Kann man noch ein bisschen streiten, wer dann alles Deutsch oder Italiener ist. Unterscheiden sich dann die Hardcore-Nazis von den etwas sozusagen gemäßigteren Rassisten. Aber es ist ein Europa, wo sozusagen getrennte Nationalstaaten dann, wenn sie ein gemeinsames Interesse haben, ein bisschen zusammenarbeiten. Aber eigentlich darf es sich nicht mixen. Ich würde mir ja so sehr einen Zusammenschluss von Europa wünschen. Also es gab früher mal, ich glaube, es steht im SPD-Grundsatzprogramm noch drin, die Vereinigten Staaten von Europa. Nun sind wir nicht Amerika, weil wir unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen haben, aber mal zu überlegen,
wo wollen wir denn mit diesem Europa eigentlich hin? Wie wollen wir das denn weiterentwickeln? Wie schaffen wir das denn tatsächlich, dass wir gemeinsame, vernünftige Sozialstandards hinkriegen? Was sind denn unsere Werte, für die wir tatsächlich einstehen, die wir dann auch intern und nach außen verteidigen? Und diese Debatte, also das heißt, was ist eigentlich unser Europa? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir es weiterentwickeln? Das würde ich mir so sehr in einem Europawahlkampf wünschen. Und dazu mal Plakate von Grünen, SPD, CDU zu sehen, fände ich persönlich noch interessanter, als zu sagen, okay, sie sind gegen Nazis. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, es ist, also ich bin da total bei dir. Ich habe mich ein bisschen gewundert darüber. Also, dass man sich abgrenzt von Rechts- und Rechtsextremismus, ist irgendwie klar. Aber wirklich Inhalte sieht man ja relativ wenig. Ja, es sind ja auch streitbare Themen. So, also das heißt, gegen Nazis zu sein, ist relativ billig. Also in einer Stadt wie Dortmund sind ein Großteil der Bevölkerung ist eindeutig gegen Nazis. So, und dann hast du mal 4.000 auf der Straße und mal 30.000 und du hast Wahlergebnisse der Rechten irgendwie mit 1%. AfD wird ein bisschen mehr gewählt, muss man jetzt gucken, wie du sie einordnest. Jetzt auch hier sozusagen starke Tendenz zum Rechtsextremismus, vor allem durch eine Person. Du kannst dich jetzt die ganze Zeit sozusagen an diesen Typen abarbeiten. Aber viel spannender wäre doch tatsächlich auch die Frage, wo wollen wir denn mit unserem Dortmund eigentlich hin? Also was ist denn die Idee für Dortmund 2050? Was ist das Versprechen, was wir den Menschen geben? Was müssen wir heute entwickeln, damit diese Stadt so liebenswert bleibt, wie sie eben ist, oder noch liebenswerter wird? Und diese Zukunftsdebatten, also sich nicht abzuarbeiten an der anderen Seite, sondern für die eigene Sachen einzustehen, das würde ich mir halt wünschen. Und für Europa ist das halt strittig, weil das ist halt nicht klar. Hast du eine Mehrheit für die Vereinigten Staaten von Europa? Wie sieht denn das überhaupt aus? Haben wir dann ein gemeinsames Parlament? Gibt es einen gemeinsamen Kanzler, einen Präsidenten? Aber das wären Fragen, glaube ich, mit denen man auch Menschen wirklich nochmal begeistern könnte, zu sagen, hey, also wir haben eine Idee, wo wir hinwollen. Aber diese Idee muss halt aus dem Parteiensystem kommen. Und ich glaube, dass die Parteiensysteme aktuell dazu verkrustet sind, um diese Debatten zu führen. Sie sind alle sozusagen von der Angst geprägt. Von der Angst, wenn ich irgendetwas sage, ein Versprechen, eine Idee, ein Entwurf, womöglich eine Vision von irgendetwas zu haben, dass man da Menschen abschreckt. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass man mit der Idee, wo wollt ihr hin in eurem Leben, was wollt ihr euren, also wie soll das Dortmund eurer Kinder und eurer Enkel aussehen, dass man mit dieser Frage auch Menschen wieder ins demokratische System reinkriegt und sagt, okay, wir wissen es auch noch nicht ganz genau, aber ein paar Grundwerte haben wir. Mhm. So, und darauf kann man aufbauen. Und diese Debatten würde ich mir viel mehr wünschen, als zu sagen, okay, die anderen sind jetzt bei den Wahlumfragen sehr, sehr stark und wir sagen nochmal, wir sind dagegen und wir warnen davor, wählt sie nicht. Aber begeistert doch bitte mal sozusagen die Leute für eure eigenen Ideen und sagt nicht nur, dass die anderen doof sind. Mhm. Das ganz Besondere an der Europawahl wie auch bei der Kommunalwahl ist ja, dass es keine Prozenthürde gibt. Das heißt, auch wenn eine Partei 1,5-2% erreicht, kann sie mit 1-2 Abgeordneten, je nachdem, dann auch ins Europäische Parlament einziehen. Jetzt gibt es vielleicht einen neuen Stern am Parteienhimmel, wenn man es so glorifizieren möchte. Sarah Wagenknecht hat eine eigene Partei gegründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und wir haben in den letzten Monaten viel gesehen, wie groß ist denn das Potenzial, gerade in Ostdeutschland, dann haben wir so Zahlen von weit über 20% gesehen. Was glaubst du, wie groß sind die Chancen für das BSW bei dieser Europawahl? Zunächst erstmal ist die Europawahl für kleine und neue Parteien echt eine Chance. Also weil das 99 Mandate, wenn ich es richtig weiß, heißt im Endeffekt reicht 1%. Deswegen haben wir im Moment auch ganz kleine Parteien drin. Ich glaube, Naturschutzpartei, die Tierschutzpartei, Volt haben wir drin. Also Parteien, die auf Bundesebene nie auch nur ansatzweise an die 5% kommen und haben dort auch eine Chance, Gelder zu kriegen, Mandate, Personen, haben auch tatsächlich einen gewissen Einfluss. So, Sarah Wagenknecht ist natürlich eine schillernde Figur. So, hat einen langen Wandel hinter sich, ist auch eine sehr ostdeutsche Figur. Das heißt, diese Verbindung aus einer nationalen Komponente, manchmal ist es ja auch eine völkische Komponente, und sehr erstmal links scheinenden sozialen Ideen. Das ist hier in so einer Stadt wie Dortmund nicht ganz so gängig. Das kennen wir aber im Osten viel, viel länger. Mhm. Also da haben wir eine ganz lange Tradition Nationalbolschewismus zum Beispiel. Die haben wir schon seit den 1900er. Und im Endeffekt bezieht sie sich darauf. Das heißt, es ist eine Verbindung aus nationalen Gedanken, das heißt den starken Nationalstaat, so zu verbinden mit einem ausgiebigen sozialpolitischen Programm, verspricht vor allem Sicherheit.
Also nämlich eine doppelte Sicherheit, einerseits wenig Flüchtlinge, andererseits hoher Sozialstandard, verspricht gleichzeitig auch ökonomischen Aufschwung. Dahinter steht so ein bisschen die Idee Bundesrepublik 70er Jahre, ist aber auch eine sehr verklärte Sicht auf Bundesrepublik 70er Jahre. Die waren ja nicht so. Das heißt, im Endeffekt ist das ein kleines bisschen wie bei der AfD. Die träumen von so dem Konrad-Adenauer-Deutschland irgendwo. So, und sie träumt irgendwie offensichtlich von dem Erhard-Deutschland. Aber das sind Träume, die aus meiner Sicht wenig fruchtbar sind. Ob sie wirklich gewählt wird, warten wir mal ab. Sie hat große Schwierigkeiten, eine Struktur aufzubauen. Der Wahlkampf ist überhaupt nicht flächendeckend. Ob es ihr gelingt, medial so zu strahlen, dass sie tatsächlich gewählt wird, da bin ich noch sehr, sehr unschlüssig. Und ich glaube, dass die Europawahl für sie sehr früh kommt. Sie wird schon reinkommen, irgendwie. Aber ich glaube, man sollte auch ein bisschen den Ball flach halten an der Stelle und warten wir es mal ab, was sie tatsächlich aufs Feld bringt. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Abwehrriegel oder eine Angriffsstrategie oder irgendetwas entwickeln müssen. Du hast jetzt gerade schon von der Parteistruktur gesprochen. Wie unterscheidet sich das denn zumindest jetzt gerade noch von etablierten Parteien? Naja, es ist ja eine Partei in Gründung. Also alleine, dass die Partei einen Namen hat, der auf eine Person sich bezieht, heißt ja auch, dass sozusagen alles sich auf sie fokussiert. Dann haben wir ein Parteigesetz, was sozusagen Parteiaufbau im Endeffekt vorgibt. Also es wird schon eine demokratische Struktur sein. Trotzdem haben wir sozusagen hier eine Besonderheit, dass wir also eine Frau an der Spitze, die gleichzeitig Namensgeberin ist und alles fokussiert sich auf ihre Politik und gleichzeitig sagt sie, sie will eigentlich gar nicht Parteivorsitzende im klassischen Sinne sein. Das heißt, die Rolle, die sie sich genommen hat, die sie auch durchgesetzt hat, sagt sie gleichzeitig, will sie eigentlich nicht. Von daher kann das auch sein, dass es ein ziemlich luftiges Projekt wird, was möglicherweise in 2-3 Jahren gar kein großes Thema mehr ist. Aber das kann auch sein, dass es Menschen, die im Moment eher zum Beispiel Richtung AfD gehen. Ich denke aber auch an einige, die zum Beispiel von der SPD enttäuscht sind oder von der Linkspartei enttäuscht sind, dass sie ein bisschen was sozusagen davon zusammensammelt. Aber ob sich das tatsächlich dauerhaft bewährt als Milieu oder als Konfliktpartei, weiß ich nicht. Also Parteien sind immer dann erfolgreich, wenn du gesellschaftliches Milieu dauerhaft sozusagen präsentierst. Also Sauerland, konservativ, CDU-nah. Oder du hast eine gesellschaftliche Spaltlinie, was ich Grüne früher, Ökologie gegen Ökonomie. Ja. Und also eine, die wirklich relevant ist. Und was ist jetzt tatsächlich die Spaltlinie bei Sarah Wagenknecht oder was ist das Milieu? Sehe ich beides noch nicht so richtig. Ja. Ja, finde ich auch sehr interessant. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass wenn man in das BSW eintreten möchte, man nicht einfach Parteimitglied werden kann, sondern man erst quasi abgecheckt wird, ob man wirklich zum BSW passt. Wohl den Hintergrund, dass man so ein bisschen die Verstrahlten, wenn man sie so nennen mag, aus der Partei raushalten darf. Ihr ehemaliger Parteifreund Dieter Dehm hat es dann auch nicht geschafft. Also es ist schon sehr interessant, was da gerade passiert und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich gehe mal auch stark davon aus, also ins EU-Parlament wird sie reinkommen, aber wahrscheinlich auch nicht mit einer Riesenkraft. Also ich habe jetzt in der letzten Umfrage gesehen, da war sie, glaube ich, bei 6,4%. Wir wissen das von allen Parteigründungen, du hast immer so eine gewisse Gruppe engagierter Leute, die immer da sozusagen, wo gerade die Ermöglichung einer Karriere irgendwie denkbar erscheint, die dann da reintreten. So, und das ist, wie du sagst, manchmal die Verstrahlten, manchmal die Bekloppten, manchmal auch diejenigen, die also sozial schwer einzufangen sind und dass sie versucht, die draußen zu halten. Macht aus ihrer strategischen Sicht ja auch Sinn. Sie will gleichzeitig auch zum Beispiel Hardcore-Rechtsextremisten draußen halten, die vielleicht versuchen, diese Partei zu unterwandern oder ähnliche Dinge. Ob sich das aber bewährt, bin ich doch sehr, sehr vorsichtig. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Wir haben uns auch sehr viel Gedanken über Social Media gemacht, Social Media Strategien. Wir sehen gerade, dass im Grunde die einzige Partei, die wirklich relevante Aufrufzahlen generiert, die AfD ist. Glaubst du, dass andere Parteien auf Social Media erfolgreich sein können? Ich habe über die Frage zuletzt viel nachgedacht. Weil es wäre natürlich jetzt einfach, dieses Bashing zu machen und zu sagen, hey, ihr habt das verpennt irgendwie und ihr seid zu blöd dafür. Nun ist aber auch die Erwartungshaltung an eine Partei, die Verantwortung übernimmt, eine andere, als sie sagt, also mir ist mein Ruf sowieso egal.
Das heißt, gewisse Dinge kannst du ja als einigermaßen ernstzunehmender Mensch nicht machen. Also du kannst selbstironisch mit dir umgehen, von mir aus kannst du auch tanzen oder du kannst die Geschichte deiner Handtasche erzählen oder ähnlich relevante Dinge machen. Das ist ja alles möglich. Trotzdem ist die grundsätzliche Erwartungshaltung an dich eine andere als eine Oppositionspartei, die sagt, mir geht es sowieso nur ums Unterhalten und Vorführen. Trotzdem ist die Kritik, glaube ich, berechtigt, dass da Trends einfach verschlafen wurden. Da muss man sich aber auch Parteien, also diese etablierteren Parteien tatsächlich mal anschauen. Die sind natürlich in weiten Teilen vor Ort auch stark überaltert. Das heißt, deine Generation und auch meine ist in der Regel nicht mehr in Parteien eingetreten. Das heißt, die Parteien verlieren seit Jahren an Mitgliedschaften. Eine einzige Ausnahme waren zwischendurch mal die Grünen und sind die AfD, aber auch mit Zahlen, die jetzt auch nicht durch die Decke gehen. Mhm. So, und wo soll denn da der Impuls herkommen? Also wenn du dann in so einer Ortsverbandssitzung sitzt und denkst, Mensch, als 50-Jähriger, du bist hier irgendwie dann auf einmal der politische Nachwuchs, dann ist ja auch was schiefgelaufen. So, und dann willst du anfangen mit TikTok. Also TikTok ist für die was, wo sie dich zum Arzt schicken, weil sie es nicht kennen. Also dann sie haben Enkel, die sie ihnen erklärt haben. Mhm. So, das heißt, du hast auch ein Parteiensystem, was teilweise veraltert, was aber tatsächlich darauf reagieren müsste. Und da frage ich mich immer bei den Parteistrategen. Also ich meine, die haben ja Spin-Doctors, die haben Beratungen, die haben auch Jugendorganisationen. Warum sie das nicht aufnehmen? Weil ich glaube, das wird dringend nötig, weil deine Generation bildet sich ihre Meinung mit der dritten Hand. Das ist für mich das Handy. Das heißt, wenn wir als politisch denkende Menschen erreichen wollen, dann wird Social Media da eine riesengroße Rolle spielen bei aller Kritik, die ich an Social Media habe. Mhm. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, kann ich mir vorstellen. Die AfD hat auf viele große Themen sehr, sehr einfache Antworten. Also Themenpunkt Migration haben wir gerade eben schon viel drüber gesprochen. Ja, die schieben wir halt einfach alle ab. Kann man natürlich schneller und einfacher erklären, als wenn man jetzt wirklich, wie das vielleicht etabliertere Parteien dann auch machen würden, das wirklich sehr detailliert zu erklären. Also da ist dann vielleicht ein Robert Habeck, der sich kurz nach dem 7. Oktober hingestellt hat und sehr lang und dezidiert erklärt hat, warum die deutsche Solidarität mit Israel wichtig ist, dann vielleicht noch so ein bisschen die Ausnahme. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht dann eher so die kommunalpolitischen Inhalte, die landespolitischen Inhalte, die also generell jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren, wenn das dann auch noch als 6-, 7-, 8 Minuten Video hochgeladen wird, wer soll sich das denn angucken? Ja, also da fragt man sich auch, also auch für mich als junger Mensch, was machen die eigentlich in den Social Media Abteilungen der jeweiligen Parteien? Das ist einerseits ein Dilemma, das kriegst du auch nicht ganz aufgelöst. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung vieler ist auch nicht die ganz detaillierte Erklärung, wie man jetzt ganz konkret ein Abwasserproblem in Aplerbeck löst oder irgendwie sowas. Also das will ja niemand wissen, in welcher sozusagen Ordnungsvorlage und mit welchem Gesetzesentwurf und in welcher Stadtratssitzung, in welchem Ausschuss das war. Ich glaube aber, dass die meisten wollen ja abgeholt werden, dass sie das Grundgefühl haben, hey, Politik ist in der Lage, grundlegende Fragen noch zu klären, Konflikte zu lösen. Also so etwas wie eine Struktur vorzugeben, wie wir gemeinsam leben wollen. Und da war es immer auch eine Kunst von Politik, so zu formulieren, auch gerne mal populär zu formulieren, Menschen mitzunehmen, ohne jetzt im Detail sozusagen jede einzelne Frage auszuklamüsern. Und diese Fähigkeit, also zu sprechen und für Politik zu werben, also auch für Entwürfe zu werben und nicht mit 7 Minuten oder einer Dreiviertelstunde Vorlesung, sondern kurz, knapp, bündig, vor allem aber authentisch, das ist schon etwas, was man von guter Politik auch erwarten darf. Also gute Politik in der Demokratie braucht eine Verankerung in der Bevölkerung, muss Bevölkerung erreichen und dann muss man auch so sprechen, dass Bevölkerung einen auch versteht. Mhm. Und wir müssen sie abholen und dann müssen wir auch werben. Und vor allem dieses Werben fehlt mir häufig. Das heißt, Politik heißt ja nicht, darauf zu reagieren, was sagt die neueste Meinungsumfrage und dann mache ich das auch, was die Mehrheit will, sondern gute Politik heißt auch mal aus einer Minderheitsposition für Themen zu werben, aus einer inneren Überzeugung, aus grundlegenden Werten heraus und Mehrheiten zu organisieren und nicht nur Mehrheiten hinterherzulaufen. Es gab im Januar eine Jugendstudie, also im Januar wurde sie erhoben, dann im April offiziell dann herausgebracht. Dabei hat die AfD 22% laut den Umfragen bei den 14- bis 29-Jährigen erhalten. Das ist doppelt so viel wie vor 2 Jahren. Glaubst du, das ist eine Momentaufnahme? Glaubst du, das sind langfristige Tendenzen? Hat die AfD es jetzt wirklich geschafft, sich in meiner Generation oder sagen wir mal in der U30-Generation festzusetzen?
Also die Studie ist ja methodisch umstritten. Ich sage mal, eine Studie ist immer so ein bisschen salopp, glaubt keiner Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Nun ist die Studie nicht gefälscht, sondern die Frage ist, wie kommt es sozusagen zu der Stichprobe? Und diese Stichprobe war so, dass sozusagen Menschen im Netz sozusagen Fragen beantworten konnten. Das heißt, man hat einen aktiven Teil erwischt, der sehr gerne Auskunft gibt. So, wenn man jetzt aber netzaffin ist und bei Social Media mal unterwegs ist, weiß man, dass zum Beispiel viele, die AfD-nah sind, ausgesprochen auskunftsfreudig sind und das Netz wunderbar bedienen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man dort mehr Menschen erwischt, die A, Social Media-affin sind, gleichzeitig so einen Mitteilungsdrang haben, nach außen zu sagen, hey geil, 5 Fragen oder 10 beantworte ich mal, da hast du halt keine seriöse Stichprobe. So, das heißt, da gibt es ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube, dass an den Zahlen habe ich meine Zweifel. Ich glaube aber, dass an einigen der grundlegenden Fragen, die da gestellt sind, dass das stimmt. Das ist eine Generation, die ist geprägt durch Corona, die ist danach geprägt durch Krisenerfahrung. Das heißt, über allem schwebt einerseits die Krieg- und Friedensfrage, schwebt andererseits die Klimafrage. Und wir haben im Moment eine etablierte Politik, sowohl in der Opposition als auch in der Regierung, die zu all diesen Fragen sehr wenig sozusagen Führung, sehr wenig, ich nehme die Menschen mit, ich erkläre irgendwie, wo es hingehen könnte. Das heißt, wir haben eine Generation, die fühlt sich auch schon, trotz allem Wohlstand, den sie hat, trotz aller Möglichkeiten, die sie hat, fühlt sie sich politisch sehr alleine gelassen. Und immer dann, wenn du Menschen politisch alleine lässt, haben es Populisten einfach, die sagen, hey, ich habe für alles eine Lösung. Ja, vor einigen Tagen gab es einen ganz großen Skandal. Ein Video auf der Insel Sylt ist erschienen, wo sehr junge und vor allem sehr elitäre Menschen rassistische Parolen gerufen haben. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Frage in den Raum gestellt, ob wir es hier mit Menschen zu tun haben, die in einer wohlstandsverwahrlosten Parallelgesellschaft leben, die die Werte unseres Grundgesetzes mit Füßen treten. Fand ich ein ganz schönes Zitat, aber mal die Frage, also glaubst du, dass dieses Rassismusproblem gerade in der Oberschicht, also in der Oberschicht vor allem von jungen Leuten, angekommen ist, dass das akzeptiert wird? Was haben heißt die angekommen? Das gab es da immer. Also Rassismus war immer gesamtgesellschaftlich. Mhm. Das sind unsere Bilder, dass wir sagen, Rassismus, das ist irgendwie was für den pöbelnden Arbeitslosen und womöglich verorten wir den dann noch im Osten. Alle Untersuchungen, die wir zum Thema Rassismus kennen, zu rechtsextremen Einstellungen, haben immer gesagt, es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, das geht quer durch die Geschlechter, das geht quer durch die Einkommensverhältnisse. Es gibt gewisse sozusagen bei denjenigen, die formal wenig Bildung haben, da gibt es so gewisse Häufungen, aber wir wussten auch immer, dass wir auch Rassismus in der Elite haben. Mhm. Das einzig Neue für mich war, das tatsächlich so mal zu sehen. Das war ja auch, aber ich fand das Thema überhaupt nicht neu. Also ich kenne auch dieses Milieu von früher. Das war das, was er auf irgendwelchen Schützenfesten gefeiert hat. Er hatte vielleicht noch nicht ganz den super teuren Pulli an, aber auch die haben damals schon unter Alkohol oder unter Koks-Einfluss solche Lieder gesungen und waren gleichzeitig sehr machtbewusst, wussten, was Besitz bedeutet, wussten, was ihre Position, ihr Status in dieser Gesellschaft ist. Und sie wussten natürlich auch, das heißt, wenn die ihr Praktikum in der Unternehmensspitze gemacht haben, dass sie da solche Aussagen nicht getätigt haben. So, das heißt, in sich war das nichts Neues. Von da fand ich es interessant, dass es so eine Wirkung erzielt hat. Total, ja. Und es ist eben Teil von Normalisierung. Also Rechtsextremismus oder eben auch dieser Form von Rassismus, das ist eben nichts mehr, was irgendwie jetzt nur am Rande der Gesellschaft irgendwie in irgendwelchen vergammelten Jugendclubs fernab von hier sozusagen irgendwie existiert, sondern das ist mitten unter uns. Und interessant ist nur tatsächlich, dass sie sich das öffentlich trauen. Und das zeigt auch, dass die Normalisierung voranschreitet. Also, und da müssen wir höllisch aufpassen, weil wir gewöhnen uns an so vieles. Also wir gewöhnen uns an Rassismus in der Öffentlichkeit, wir gewöhnen uns darüber nachzudenken, ob man Menschen irgendwo nach Ruanda, wo dann die Menschenrechtsstandards nicht da sind, dort irgendwie hintransportiert. Und also immer dann, wenn wir uns gewöhnen, und zwar schon an die Ungerechtigkeit, gewöhnen wir uns auch an die Menschenfeindlichkeit. Und wenn wir uns an die Menschenfeindlichkeit erstmal gewöhnen, wird sie normal. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir in einer menschenfeindlichen Gesellschaft und in einem menschenfeindlichen Staat irgendwann aufwachen. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Ja, ich habe mich auch gewundert darüber, was es dann doch für ein mediales Echo dahinter gab.
Muss man vielleicht auch etwas provokant fragen, ob die auf ihrem Elite-Gymnasium gar nichts gelernt haben. Habe ich zumindest viel in sozialen Medien gelesen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das nicht nur in der Oberschicht passiert, wie du gerade schon sagst. Gerade diese Parole zu diesem Lied L'amour toujours, das war ja jetzt auch auf einigen Schützenfesten. Ich habe jetzt heute gelesen, dass das Lied auf dem Oktoberfest nicht gespielt wird, um solche Ausschreitungen irgendwie zu vermeiden. Also da muss ja schon irgendwie ein sehr systematisches Problem hinterstecken. Naja, das ist schon auch ein eigenständiges Milieu. Das sind so diejenigen, die so ein Aiwanger-Flugblatt irgendwie lustig finden. Das sind diejenigen, die genau wissen, was sie öffentlich sagen dürfen, ohne aufzufallen, aber auch wissen, dass man was anderes sagen kann, wenn die Tür vermeintlich zu ist. Sie haben ja nicht gemerkt, dass sie gefilmt werden. So, und die haben ja auch die Reaktion, die sie jetzt haben, nicht erwartet. Also die sind auch welche, die man auch diskutieren kann. Ich halte ja nicht viel davon, dann irgendwie Namen öffentlich zu machen und so weiter. Es ist nicht die Lösung aus meiner Sicht für solche Problematiken. Ja. So, aber das Milieu an sich, wie gesagt, das ist lange bekannt und tief verankert, auch eben auch in der Spitze der Gesellschaft. So, und wenn du dir dann irgendwelche, was ich, neue rechten Stiftungen anschaust, die Rechtsextremismus gefördert haben, das war ja nicht Pack und Pöbel, die da saßen, sondern da sitzen Menschen mit Geld, mit Einfluss, mit Statusgefühl, auch mit dem sicheren Gefühl, hey, ich bin geistig, kulturelle, ökonomische Elite in diesem Land, mir kann doch niemand ernsthaft was. So, dass das einzig Neue war, dass man sie dann mal dabei gefilmt hat. Mhm. Ja, kommen wir mal zu einem, ja, ein bisschen einem Themensprung. Wir haben jetzt die erste Europawahl, bei dem auch unter 18-Jährige, nämlich ab 16, Menschen wählen dürfen. Ist bis jetzt nur bei den Kommunalwahlen so. Bund und Land ist ab 18 weiterhin. Was sind denn die Vor- und vielleicht auch die Nachteile der EU für junge Menschen, gerade für junge Menschen? Meinst du jetzt, dass sie wählen dürfen oder generell die EU überhaupt? Generell, aber auch, dass sie wählen dürfen. Können wir gerne beides in einer Frage. Fangen wir mal mit dem Wählen an. Wenn du dir anschaust, was in vielen Ländern gerade passiert ist, haben sich die Alten gegen die Jungen durchgesetzt. Mhm. Also wenn du dir den Brexit anguckst, das war ein Projekt der Alten gegen die Jungen, die nicht zur Wahl gegangen sind. Oder wenn du international guckst, was ich, Friedensprozess Kolumbien, da gab es eine Volksabstimmung. Da haben die Alten gesagt, hey, wir wollen keinen Friedensprozess. Und die Jungen haben gesagt, wir wollen, aber sie sind teilweise nicht wählen gegangen. So, und wir haben im Moment auch ein paar Grundsatzfragen in Europa zu klären, nämlich tatsächlich, wie wollen wir zusammenleben? Also wollen wir überhaupt zusammenleben oder gehen wir zurück in den Nationalstaat? Und da finde ich es sehr cool, dass wir sozusagen die jungen Leuten eine Chance geben, über die Fragen, die ihr Leben ganz wesentlich mitprägen werden, mitzubestimmen. Ich finde das auch gut ab 16, weil Kinder hätte ich auch meine Schwierigkeiten, weil du darfst Menschen auch nicht komplett überfordern. Die sollen auch erstmal frei sein von dieser Verantwortung. Aber ich glaube, mit 16 sind viele in der Lage, sich eine vernünftige Meinung zu bilden, sich zu informieren. Und da finde ich das großartig, dass sie sich beteiligen. So, und was heißt Europa? Ich habe heute meine Studis mal gefragt, was heißt denn Europa eigentlich? Weiß ich auch nicht so genau. So, das heißt zum Beispiel, frei reisen zu können. Das heißt zum Beispiel, an unterschiedlichen Unis studieren zu können. Das heißt, ein Land zu haben, wo wir mit einer hohen ökonomischen Vernetzung einen Wohlstand uns entwickelt haben, den wir ohne Integration in der Form nicht gehabt hätten. Das heißt, dass wir nicht wie mein Opa mit einem Panzer nach Paris fahren, sondern mit dem Zug oder mit dem Auto. Dass wir junge Leute in verschiedene Schulen schicken können, dass sie sich kennenlernen, lieben lernen können, dass die sozusagen Freundschaften schließen in ganz Europa. Und das heißt verdammt auch immer noch mal, dass wir uns nicht gegenseitig erschießen. Also nicht das, was zum Beispiel in den Ländern Ex-Jugoslawiens passiert ist oder gerade in der Ukraine, Russland, sondern dass wir Konflikte, die ja da sind, dass wir dafür Instrumente haben, wo wir uns zusammensetzen und gemeinsam Lösungen dafür suchen. Deswegen ist es auch so spannend, dass wir gerade in Dortmund sind, weil hier liegt ja auch so ein bisschen die Quelle der europäischen Integration, weil ja die Frage ganz ursprünglich mal war, was machen wir nach dem Krieg denn mit Kohle und Stahl? Mhm. So haben wir ja angefangen. So, und dann hätten ja auch den Weg gehen können, der Stärkere setzt sich durch. So, oder wir bekämpfen uns wieder oder ähnliches. Stattdessen haben wir gesagt, hey, wir setzen uns zusammen und versuchen sozusagen Verteilungsfragen gemeinsam zu lösen. Schwierig, wie es ist. Und da bin ich immer noch der Meinung, ey, das ist viel, viel besser. Man setzt sich 30 Mal hin oder 40 Mal, als dass der Erste wieder sich in den Panzer setzt. So, und das Problem bei deiner Generation oder bei den Jüngeren ist, für euch ist das alles selbstverständlich, weil ihr kennt es nicht anders. Diejenigen, die ein bisschen älter sind, wissen mal, wie das war, wenn du vor so einem Grenzzaun stehst, wenn du nicht rüberkommst oder wenn du jetzt nach London willst und vergisst deinen Reisepass, dann hast du halt ein Problem.
Ja, voll. Es gibt neben dem BSW noch eine andere neu wählbare Kraft, nämlich die letzte Generation. War bis jetzt ja eher dafür bekannt, sich auf Straßen zu kleben oder irgendwelche anderen Aktionen zu machen, um auf Klimaschutz aufmerksam zu machen. Jetzt hat man sich dafür entschieden, und das finde ich auch ganz interessant, weil das ja bei Fridays for Future auch ab einem gewissen Punkt immer die Frage war, gründet man jetzt eine Partei oder ein Wählerbündnis? Die letzte Generation hat es jetzt gemacht. Glaubst du, dass es eine wirkliche Alternative gerade für junge Menschen ist? Und glaubst du, dass es überhaupt eine Chance gibt, dass sie auch überhaupt nur einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete ins EU-Parlament bekommen? Ich glaube, dass die letzte Generation ganz große strategische Fehler gemacht hat. Und die sie auch von einem Großteil dessen Milieu, was vielleicht grundlegende Ziele oder Ideen oder auch diesen Namen letzte Generation an sich gut gefunden hätten, bei denen sind sie ziemlich durch. Deswegen sehe ich das im Moment nicht, dass sie irgendwie jetzt eine wirklich relevante Stimme werden. Nun braucht man aber nur 1%. Das heißt, es kann immer sein, dass man mal reinrutscht, vor allem bei einer relativ geringen Wahlbeteiligung möglicherweise. Von da ist es nicht auszuschließen. An sich kennen wir sowas aus der Geschichte. Das heißt, ganz häufig haben sich so soziale Bewegungen in dem Moment, wo sie gemerkt haben, hey, wir kommen mit Straßenblockaden, Demos, Friedensfesten, wir kommen nicht weiter, haben immer irgendwann Parteien gegründet, weil sie wissen, die entscheidenden politischen Fragen, das heißt, ob es tatsächlich ein Klimagesetz gibt, die werden halt dann doch im Parlament entschieden, in der Demokratie. Und da stellt sich immer die Frage, ist mein Job draußen auf der Straße zu stehen und baue ich Druck auf, dass andere die Entscheidung treffen, oder gehe ich selber in den Ring rein und sage, okay, da kann ich gewinnen oder verlieren, aber ich versuche es wenigstens selber. Deswegen ist der Weg zu sagen, ich gründe eine Partei, mache ein Angebot und hoffe, dass ich sozusagen dann wirklich aufs Spielfeld komme, naheliegend, sinnvoll und relativ häufig erfolglos. Ja, es ist ja vielleicht auch ein bisschen so ein Symbolbild für die politische Linke in Deutschland. Also wir haben, wenn man sich jetzt wirklich mal alle, ich glaube es sind 34 Parteien, die jetzt zur Europawahl zugelassen sind, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele davon sind rechts oder rechtsextrem einzuordnen, wie viele in der Mitte und wie viele links oder vielleicht sogar linksextrem, haben wir sehr, sehr viel mehr linke Parteien. Und wenn ich jetzt, also ich würde jetzt mal diese linksextremen Parteien mal zur Seite schieben. Aber wenn ich jetzt mal überlege, als junger Mensch, ich bin ticke vielleicht etwas links, habe vielleicht auch irgendwie darüber nachgedacht, die Grünen zu wählen. Dann habe ich aber nicht nur die Grünen mit dieser politischen Einstellung, sondern auch die Tierschutzpartei, dann die letzte Generation. Also da kommt ja jetzt ganz, ganz viel zusammen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie effektiv ist es dann auch für den Klimaschutz unterm Strich, dann noch eine Splitterpartei zu gründen und noch irgendein Splitterbündnis zu gründen. Also hilft das effektiv dann der Sache oder schadet man nicht dem eigenen Anliegen und hilft dann eher Konservativen und Rechten? Es war doch aber immer ein Problem der Linken, dass irgendwie 3 Personen zusammensetzen und danach hast du 4 Parteien gegründet. So, das ist ja nicht neu, dann hast du die jüdische Volksfront oder die Volksfront von Judäa und kannst dich dann entscheiden, wo du hingehst. Ja. Rein strategisch macht es natürlich Sinn, starke Parteien zu haben. Also auch historisch war es immer sinnvoller, starke, geeinte Parteien zu haben. Heißt aber dann eben auch Kompromisse einzugehen. So, dann kriegst du halt nicht 100%, sondern dann kriegst du vielleicht 90%. Gab mal einen sehr schönen Satz von Willy Brandt, also Ehrenvorsitzender der SPD und der ganz federführender Kopf so für die ältere Generation. Der hat mal gesagt, es hätte in seinem Leben sehr wenige gute Tage gegeben, wo er mit fast 50% der SPD-Position übereingestimmt hätte. Der also immer gesagt hat, dass er selbst seine Partei, für die er so eine Leuchtkraft hat in der alten Generation und Mehrheiten und Kanzlerschaften organisiert hat. Trotzdem war das für ihn immer auch ein Feld, wo er sagt, hey, ich bin da nicht, ich muss mich da einbringen, ich muss um Position kämpfen. Wir haben häufig oder viele Linke haben so die Erwartung, sie wollen etwas haben, wo sie sich zu 100% identifizieren. Also bis in den 7. Querunterstrich des Grundsatzprogrammes muss alles stimmen und wenn da ein Wort falsch ist, kann ich da nicht reingehen. Wenn du aber so sozusagen argumentierst, dann bist du halt sehr schnell alleine. So, und deswegen war das immer eine Schwäche, zumindest der deutschen Linken, zu sagen, also wir streiten lieber und zerstreiten uns und zersplittern, haben aber dann die absolut goldene Wahrheit, anstatt zu sagen, hey, wir haken uns unter, wir arbeiten solidarisch, wir haben ein paar Grundfragen und dann gibt es ein paar Fragen, wo wir uns nicht so einig sind. Das wäre sicherlich erfolgsversprechender. Wie siehst du die Partei Volt gerade? Also man
sieht ja jetzt wahrscheinlich in allen Regionen von Deutschland, aber gerade in Dortmund, sehr, 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 sehr viel von Volt, haben sehr markante Plakate gemacht, sei kein Arschloch, für mehr Eis und Co. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, jetzt im Gegensatz vielleicht zur CDU oder zur FDP, die, wie ich finde, relativ fern von irgendwelchen Inhalten sind oder von irgendeiner Aussage sind. Und das habe ich jetzt auch schon ganz oft so bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Viele, die den Wahl-O-Maten gemacht haben, hatten ganz oben als erstes oder zweites Volt. Und dieses Projekt ist ja schon nochmal was ganz anderes als im Grunde alle anderen Parteien, die wir haben, weil es ja wirklich ein europäisches Bündnis ist und es in jedem Land ein Volt-Ableger quasi geben soll. Glaubst du, das wird irgendwie erfolgreich? Das ist eine Erfolgsgeschichte? Oder glaubst du, das wird wieder bei 1, 2, vielleicht 3% enden und dann... Dann habe ich nicht die Glaskugel, was mir sagt, was die Wahlen bringen. Aber du hast im Endeffekt gesagt, was Volt sehr besonders macht. Sie gehen halt von den Vereinigten Staaten von Europa aus. Mhm. Das heißt, die haben eine Idee, wo Europa hin soll. Das ist eine sehr junge Partei. Also auch die Mitglieder sind im Durchschnitt deutlich jünger. Das heißt, das sind junge Europäerinnen und Europäer aus verschiedenen Ländern, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir bauen ein gemeinsames, neues, solidarisches, ökologisches und ja, im Endeffekt auch nachhaltiges Europa auf. Von da ist der Vorteil, den Volt gerade hat, dass die tatsächlich eine Idee haben, wo sie europäisch hinwollen. Mhm. Ob sie das jetzt tatsächlich in irgendeiner Form, in einer relevanten Größe durchsetzen, die Wahlumfragen geben das nicht her. Mhm. So, weil da auch andere Fragen, es gibt starke Gewohnheiten, wie man zum Beispiel wählt. Viele junge Leute wählen ja auch gar nicht. So, die Wahl hat auch für viele nicht so die Bedeutung, was ich persönlich total schade finde, weil ich glaube, dass sie eine ganz, ganz starke Bedeutung hat. So, deswegen haben das kleinere Parteien immer schwierig. Aber wie gesagt, das Außen, die Ausnahme bei Volt ist, die haben eine Idee, wo sie hinwollen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir endlich mal in diese Debatte reinkommen, dass wir darüber streiten, hey, in welchem Europa wollen wir leben? Und dann nicht nur über Personen, ob wir dann irgendwie die Ursula wieder wählen oder wieder haben wollen oder ähnliches, sondern lass dann mal über Inhalte streiten. Es ist so wichtig für die nächsten Generationen, also wie wir leben wollen. Und es ist so angegriffen, wie es vielleicht noch nie angegriffen war. Also wenn du sozusagen in die Zukunft schaust und denkst, Trump wird gewählt, so Putin macht Säbelrasseln. Das heißt, es könnte sein, dass wir in sehr wenigen Monaten in einer Situation sind, wo wir nicht mehr den amerikanischen Sicherheitsschutz haben, wo wir einen Präsidenten haben, mit dem wir eigentlich in vielen Feldern überhaupt nicht mehr zusammenarbeiten können, der auch völlig irre ja ist und dem Europa ja auch egal ist. Und wir haben auf der anderen Seite von Europa einen, der sozusagen jeden zweiten Tag davon erzählt, dass er gerne doch mal eine Atombombe werfen möchte, dann wird es einfach wahnsinnig wichtig sein, dass wir da zusammenhalten und klar sind. Und da geht es ja nicht um einzelne Personen, ob es denn nun die Uschi ist oder irgendjemand anderes, sondern da geht es verdammt nochmal darum, kriegen wir diesen Entwurf von der Idee, Menschenwürde in den Mittelpunkt zu stellen, Freiheit mit demokratischen Mitteln, Konflikte zu lösen, dafür eine Stimme weltweit zu sein, kriegen wir das wirklich nochmal richtig stark? Oder zersplittern wir uns in diesem ganzen Klein-Klein und sagen, Mensch, weil irgendjemand dieses oder jenes, arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und das ist die Frage, die jetzt anstellt, die müssen wir beantworten. Mhm. Und die wird mir zu wenig gestellt. Ja, wir haben ja auch schon über Strategien gesprochen, eben bevor wir den Podcast angefangen haben, wie man junge Menschen zur Wahl bringen kann. Es gibt gerade eine... ja, kleine Plakataktion, wo einige deutsche Rapper drauf abgebildet sind, von einem Dortmunder tatsächlich, der die in NRW zumindest verteilt hat. Was glaubst du, wie effektiv sind solche Aktionen und welche Wege sollten Parteien vielleicht wählen, um junge Leute noch zum Wählen zu motivieren und noch etwas gezielter anzusprechen? Ich kenne jetzt die Plakate nicht, aber alleine die Idee, dass deutsche Rapper sozusagen sich zu dem Thema positionieren, finde ich erstmal cool und großartig. Mhm. So, weil ich glaube, die erreichen nochmal ganz andere Wählerschichten, als wenn jetzt irgendein Politiker sich irgendwo hinstellt und eine Rede hält, die ja erstens keinen interessiert und zweitens keiner versteht. Mhm. Von da, ohne dass ich die Plakate kennen würde, finde ich das erstmal eine coole Aktion. Und ich würde bei jungen Leuten sagen, wir müssen die jungen Leute halt immer da abholen, wo sie sind. So. Und sie sind auf Social Media, sie sind vernetzt, sie sind an sich offen und ansprechbar. Viele, wir wissen das aus der von dir zitierten Jugendstudie, sind stark verunsichert. Das heißt, sie warten eigentlich auch auf Ideen. Und ich bin dafür, jede Idee, egal wie die aussieht, solange die sich sozusagen in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Rahmen und in einem menschenfreundlichen Rahmen verhält, bin ich wirklich dankbar. Und von da klebt Plakate, redet miteinander,
haut auf Social Media die Dinger draus. Also ich meine, was soll denn passieren? In Zweifelsfalle machen wir uns selber ein bisschen lächerlich, aber es ist immer noch besser, als fünf andere nicht zur Wahl zu gewinnen. Ja, definitiv. Ja, kommen wir mal so ein bisschen in den Abschlusspart des heutigen Podcasts. Welche Möglichkeiten siehst du für jüngere Menschen, ihre Interessen auf europäischer Ebene zu vertreten? Also wie können sich junge Menschen konkret einbringen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die zu Hause sitzen und auch in der aktuellen politischen Lage denken, oh, ich würde mich super gerne engagieren, ich würde super gerne irgendwie was machen, aber nicht so richtig so einen Fuß in die Tür kriegen. Das ist ja die Frage, wie man sich überhaupt politisch einbringt, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das eher sozusagen in einem parteilichen Rahmen machen und ist die Hürde, in eine Partei einzutreten, riesengroß. Was ich total schade finde, weil eigentlich sind Parteien, also ohne Parteien ist die Demokratie, wie wir sie hier haben, halt nicht machbar. Mhm. Und da stellt sich auch immer die Frage, überlasse ich das den Opas? So, oder meiner Generation, oder gehe ich selber rein? Nun weiß ich aber auf, wie so eine Partei von innen funktioniert und dass es wenig einladend ist für junge Leute. Das heißt, eigentlich müsste das ein gegenseitiger Prozess sein. Die Parteien müssten sich verändern und die jungen Leute müssten auch sagen, was sie haben wollen, findet aber nicht statt. Die andere Möglichkeit, die natürlich besteht, viele sind ja engagiert, so in irgendwelchen Initiativen oder in Netzwerken, teilweise im Netz, teilweise auf der Straße. Ich würde mir vielmehr noch wünschen, dass wir diese Netzwerke auch auf eine europäische Ebene ziehen. Also Fridays for Future hast du vorhin genannt, es ist ja zum Teil wenigstens gelungen, mhm. weil ich meine, das sind ja grundlegende Fragen, Klima, Migration, Armut, das ist ja nichts, was wir im nationalstaatlichen Rahmen irgendwie lösen können. Das heißt, alles, wo wir uns mit anderen jungen Leuten verbinden, vernetzen zu den gemeinsamen Themen, gemeinsam diskutieren, überlegen, wie können da gemeinsame Kooperationen, Wege aussehen, all das ist gewinnbringend und all das ist auch Politik. Und Politik beginnt eben schon bei der Information, das heißt, sich vernünftig zu informieren, beginnt aber auch damit, sich zu artikulieren, das heißt, Auskunft zu geben, präsent zu sein, sich zu Themen zu formulieren, darzustellen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Von daher glaube ich, ist das Problem weniger, dass es die Möglichkeiten nicht gibt, sondern das heißt halt manchmal auch, das Handy mal kurz zur Seite zu legen und das einfach zu machen. Mhm. Abschließende Frage, wo siehst du Deutschland und vor allem Europa in 5 Jahren und wo glaubst du, ist Europa in 10 Jahren? Boah. Traust du dich da eine Prognose abzugeben? Wir halt leben in einem wahnsinnigen Umbruch. Mhm. Ich bin deswegen ein bisschen zurückhaltend, weil wir dieses Jahr Entscheidungen haben werden, die wir nicht beeinflussen können. Das betrifft vor allem die USA-Wahl. Und von der wird wahnsinnig viel abhängen. Und es betrifft die Frage, was passiert vor allem an ukrainischen, russischen Grenze. Also gibt es irgendwie einen Friedensprozess? Für den spricht ja im Moment nichts. Ich habe ein positives Szenario und ich habe ein negatives Szenario. Das negative Szenario ist, wir sind in der Vorkriegszeit. Das heißt, wir gewöhnen uns gerade an Dinge, die ich eigentlich für meine Generation ausgeschlossen habe. Allein, dass wir gerade diskutieren, ob man gegen ein Land, was bereit ist, Atombomben einzusetzen, einen Krieg gewinnen kann, galt eigentlich seit Hiroshima als beantwortet, nämlich als Nein. Weil ein Atomkrieg in Europa heißt immer Vernichtung. Und zwar, gut, dann haben wir kleinere Atombomben als früher, trotzdem heißt es Vernichtung und sozusagen Vernichtung auf Generationen hinweg. So, das heißt, wenn wir uns auf diese Säbelrasseln, und das machen wir gerade, und uns auf diese Logiken einlassen, dann kann es sein, dass wir in Europa inzwischen 5 und 10 Jahren in einem Kriegszustand sind, den ich eigentlich für meine Generation ausgeschlossen habe. Das heißt, da reden wir darüber, ob zum Beispiel die Kinder meiner Generation, ob die wieder in den Wehrdienst gehen und zum Beispiel dann an der polnischen Grenze gegen russische Soldaten kämpfen. Und zwar ohne amerikanischen Schutz. Das wäre ein Negativszenario. Ein positives Szenario ist, wir reißen uns endlich mal zusammen in Europa. Das, was wir sozusagen aufgebaut haben, und vervollständigen das. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, wir leben in einem großen Wohlstand. Wir verteilen ihn sehr ungerecht. Deswegen haben wir viele soziale Fragen. Und wir haben die Instrumente, wir haben Parlamente, wir haben Regierungen, wir haben sozusagen erste Wege. Das heißt, wir können dieses Europa zu einem wirklichen Leuchtturm von Freiheit, von Wohlstand, aber auch von einer Solidarität untereinander. Wir können es dazu aufbauen. Mhm. Und wir sind wahnsinnig weit damit gekommen. Und das jetzt sozusagen sein zu lassen, das will mir überhaupt nicht in den Kopf. Das heißt, mein positives Szenario ist eins, wo
wo wir international zusammenarbeiten, wo deine Kinder sozusagen, für die das völlig egal ist, ob die in Paris oder in Moskau studieren. So, die können sich in Spanien verlieben oder in Großbritannien, und das würde ich mir wünschen. Ja. So, und da sind wir weit gekommen. Und das jetzt wieder umzuwerfen, mein Gott, wie blöd sind wir denn, das kann doch nicht wahr sein. Ja, lieber Dirk, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir können abschließend sagen, dass wir auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffen, natürlich bei der Europawahl, gerade in der jungen Generation. Und wir können vor allem darauf hoffen, dass die Leute demokratische Parteien wählen. Ich glaube, das sollte die Botschaft sein für diese Europawahl. Ich danke dir, dass du hier warst, und gerne bald wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Systemfehler ist eine Nordstadt-Blogger-Produktion. Wir bedanken uns bei allen, die bei der Erstellung dieses Podcasts mitgewirkt haben. Mein Name ist Julius Oppus. Redaktionell mitgearbeitet haben Erik Latos, Matthias Jochimsen, Julius Oppus und Alexander Völkel. Kamera Carsten Wickern, Schnitt Carsten Wickern und Julius Oppus.